Martin Wierich stellt sie nach. Eine der Szenen im Sportjahr 2012. Robert Hartings Hürdenlauf nach dessen Diskus-Olympiasieg in London. Eine vielleicht sinnvolle Übung, denn im gleichen Wettbewerb wurde Wierich bereits Sechster. Anlass der Szene? Am Olympiastützpunkt Magdeburg trifft Wierich auf Fabian van Olfen, Captain der Handballer des SCM. Ja, ich bin schon ein anderer Typ als Robert. Er ist schon der auch mal, sag ich mal, immer ein bisschen aneckt und ein bisschen auffällt. Aber ich glaube, das sind Typen, die der Leichtathletik gut tun, die auch dem deutschen Sport gut tun, die dann auch mal sagen, was an der ganzen Sache stört. Zwei Top-Werfer, wie sich gleich eindrucksvoll herausstellen wird. Vorher aber gibt's das Aufwärmprogramm. Beide sind Erfolgsathleten. 2007 gewann van Olfen den EHF-Pokal. Wierich hat schon über 68 Meter geworfen, ist so in der Weltklasse angekommen. Zudem war er der jüngste der Top-8-Werfer in London. Olympia, als Handballer mit Holland unerreichbar, was den Magdeburger Kapitän merklich bewegt. Jeder Tag. Also das, wenn ich das sehe bei Olympia, dann kribbelt das so unglaublich. Das muss einfach für einen Sportler das Allerschönste sein. Alle Sportarten zusammen in einem Dorf, alle besten Athleten der Welt. Und es ist einfach was Großes. Und das tut mir wirklich weh, dass ich das nicht erleben habe dürfte. Vielleicht irgendwann nochmal als Trainer oder als Wierichs Masseur oder so, keine Ahnung, darf ich mit ins Dorf, ich weiß nicht. Ja. Wierich ist schwerer und stemmt mehr. Van Olfen hat die noch größeren Pranken. Die beiden Hünen betreten nun die Diskusanlage. Die Drehbewegung klappt schon mal und auch mit der 2-Kilo-Scheibe in der Hand macht Van Olfen eine gute Figur. Topwerfer bleibt eben Topwerfer. Guter Diskuswerfer auf jeden Fall, denke ich. Holland hat ja auch, er kommt ja aus Holland, eine Tradition. Gibt es jetzt auch zwei, die auch über 65 Meter Diskus werfen. Also da würde er gut reinpassen eigentlich. Verbunden fühlen sich beide Sportler auf mehreren Ebenen. Wierich ist bei fast jedem Heimspiel der Handballer dabei, war auf einem Internat mit SCM-Urgestein Andreas Rojewski. Van Olfen guckt gerne Leichtathletik und man sieht sich oft beim Krafttraining. Den Schrei beim Wurf kennen auch beide, genau wie den Unterschied zwischen Einzel- und Mannschaftssportler. Ich bin nicht der Rumschreier auch eigentlich. Ich denke mal, so ist auch konstruktiv Sachen löse. Bei den Werfer ist das natürlich was ganz anderes. Ja? Das ist um die letzte Kräfte zu sammeln und nochmal das Letzte rauszupushen. Aber das passiert bei Handballer beim Wurf auch, dann schreit man auch mal. Dann einfach die letzte Kräfte noch freizusetzen. Also ich beneide die Jungs manchmal, ja. Also auch was den Zusammenhalt natürlich angeht, das ist bei einer Mannschaftssportart riesengroß. Ja. Die machen auch mal abseits des Sports mal ein bisschen was zusammen. Das ist in der Einzelsportart halt immer ein bisschen schwieriger. Andererseits ist natürlich, wenn man Erfolg hat in der Einzelsportart, dann kriegt man den Erfolg ganz alleine. Mit dem Ball in der Hand bleibt Van Olfen übrigens der Herr im Ring. Eine gewonnene Wette, die beiden schon länger geplant hatten. Wierich und Van Olfen, zwei starke Werfer, zwei starke Typen.